lass uns das so machen. Lass uns diese Songs an Tänzer geben. Die sollen, die haben freie Hand. Dann geht's los. Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen bei dieser Dokumentation. Wir haben ein richtig cooles Projekt vor. 4 Songs, 4 Videos, über nice. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Hat noch keiner hier in Deutschland gemacht. Diese kompletten Videos werden von Tänzern, für Tänzer und für alle gemacht. Yes. Ich liebe und ich lebe das, was ich mache. Und es fühlt sich richtig gut an. Geworden, als wir dachten. Ola macht halt super tanzbare Musik. Und mit den 4 Videos, das ist definitiv ein Meilenstein in der Tanzgeschichte. Aber es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich bin die Missy. Ich bin 30 Jahre geworden diesen Sommer und bin hauptberuflich Tänzerin. Ja, ich liebe es zu tanzen. Also ich habe schon immer gern getanzt. Als Kind war ich schon in vielen Vereinen und habe da auch ganz viel rhythmische Sportgymnastik gemacht zum Einstieg. Und seit ich 14 bin, tanze ich in so einer Tanzgruppe mit so Tanzkursen. Und richtig inspiriert war ich von Paris Goebel und Bam Martin. Das waren so meine Heroes, als ich so 16 war. Und die haben mich dazu motiviert, mit den Meisterschaften anzufangen, meine Crews zu gründen, eine nach der anderen. Und jetzt letztendlich auch wirklich auf der Bühne zu stehen, für Artists zu choreografieren. Das waren so 06 meine größten Einflüsse. Barola ist eine Künstlerin, die ich schon vorher, bevor sie mich kannte, sehr gefeiert habe. Ich mochte ihre Musik sehr. Meine Schüler choreografieren zu ihren Songs am laufenden Band. Und ja, das war schon, ich habe mich echt geehrt gefühlt. Und dann durfte ich wirklich alles in die Hand nehmen, also Outfits, Choreografie, Directing, Set, wie das Set aussehen soll. Also für mich war es auch eine Challenge, muss ich auch sagen. So, ich habe lange nicht getanzt und ich bin halt direkt, das sind halt Profis, und ich musste von dem, was ich kann, direkt in die Profi-Ära gehen und mit den Profis tanzen. Das war für mich schon krass. Also wir schauen uns jetzt die Location an, in der wir hoffentlich am Samstag ein Musikvideo drehen für Rola. Und ich freue mich wie ein kleiner Keks. Missy macht den Startschuss von 4. Genau. So dass man eine Art Couch-Ecke machen kann. Für jedes Setup eine andere, super lit. Location ist richtig, richtig nice. Wir überlegen jetzt tatsächlich, den Shoot auf mittags und abends zu verlegen, damit wir so eine Clubszene im Dunkeln haben. Smash the place! Yes! Was geht? Alles klar? Komm, let's go. Bisschen Tanztraining heute. So lange nicht mehr. Hallo, du schön. Ich verspätet. Sorry, ich verspätet. Ich bin sehr streng. Ich bin sehr streng und das weiß ich auch. Ich bin vom Sternzeichen Jungfrau. Ich bin eine Perfektionistin. Ich brauche Ordnung. Bedeutet, ich bin sehr streng. Ich verlange von meinen Tänzern sehr viel ab. Ich verlange von den Menschen, dass sie mitdenken, dass sie konzentriert bleiben. Gleichzeitig möchte ich, dass niemand das Gefühl hat, packe ich nicht, ich gehöre hier nicht hin. Das ist zu schwer für mich. Weshalb wahrscheinlich dann ein Begriff wie einfühlsam passt. Da kommt meine Pädagogik ein bisschen ins Spiel. Es ist tough, aber es ist nicht so, dass man aufgeben möchte. Sondern ich habe das Gefühl, meine Art zu unterrichten, gibt den Menschen das Gefühl, kriege ich hin. Ihr hört ja auch in dem Song. Sie ist sehr, wisst ihr, wie ich meine? So, wie sie auch wieder so. And this dream trio here, super gespannt. Ihr seid so. Ihr seid richtig so. So again, one more time. Ich stand jetzt auch mitten im Weg. Ich habe vorher schon gesehen, dass es nicht geklappt hat. 5, 6, 7 and 8. This is stuck. But if I'm going up, that's breathing. Does that make sense? Do not get stuck in your movement, even if it's sharp, sharp.
It continues, just like the kick, kick. You don't get stuck. You have to breathe through your movement. On, sich, back. Keep, keep. Now, every floor? Yes. Brust vor, Hüfte hier. Ja. So ist es 2 Meter zu weit vorne. Are we all aware of what we're doing? Are we? Don't stress about it. Just do it. Good? That part. That's good. Ja, das ist mein Ding. Das ist vielleicht auch, weil ich Sozialpädagogin bin. Ich bin auch, mein Dad ist Drill Sergeant. Also der hat Soldaten ausgebildet 20 Jahre lang. Ich bin sehr tough, aber gleichzeitig so mit Liebe. So, Leute, ihr seht scheiße aus. Ich hab euch lieb, aber ihr seht scheiße aus. So. Und man fühlt sich so gar nicht verletzt, sondern man ist so, ja, ich will mehr machen. Ja, ich streng mich sehr mehr. Gut. Ich liebe den Song. Ich liebe den Song. Das ist mein absoluter Lieblingssong, der läuft auf Repeat. Und ich bin so froh, dass ich ihn jetzt endlich zeigen durfte. Oh, ja, der Song ist. Der Song ist krass. Der Song ist krass. Aber er passt auch zu dir. Gell, oder? Ich liebe ihn. Oder habe ich mich getäuscht? Nee. 1:1. Ja. Also 1:1. Jeder hat es gesagt. Wir haben es im Auto gehört, als du die Anfrage geschickt hast. Daniel, Fatou und ich waren im Auto, weil wir hatten einen Job zusammen. Und dann haben wir die Songs durchgehört. Und es war einfach so ganz klar, das welcher meine Song ist. Genau. Ich habe nicht mal reingeguckt, die haben den Song angemacht. Ich so, das ist meine, oder? Aber es war auf jeden Fall eine Herausforderung, ganz klar. Und dann habe ich aber ein sehr tolles Team zusammenbekommen hier in Berlin. Tolle Tänzer, auch aus Hamburg und aus Heidelberg. Und das hat es einfacher gemacht und eine richtig tolle Atmosphäre geschaffen. In den Proben, Wahnsinnsstimmung in jeder Probe. Diesmal nicht um mich komplett geht. Deswegen habe ich auch die Songs an die Tänzer abgegeben, dass die jetzt die Stars sind. Die machen genau das, was geil ist so am Ende des Tages. Sie ist sehr ambitioniert. She's an upcoming superstar. You better check her out and her music, because she's dope. She has all the right intentions. Warum rede ich Englisch? Ich weiß nicht, aber cool, let's go. Ich habe auch schon immer getanzt, ne? Also ich glaube, wenn man Hip-Hop liebt und Rap liebt und Gesang liebt und so. Als wir Kinder waren, wir haben alles nachgetanzt, was Michael Jackson, NSYNC, alle gemacht haben. Und deswegen ist es für mich so ein Traum, der gerade wahr wird, dass hier Choreografen sind, die meine Songs komplett durchchoreografieren. It's a dream come true auf jeden Fall. Also ich würde behaupten, ich empfinde aktuell einen Shift Richtung Support. Tänzer verstehen langsam aufgrund der neuen Generation der Trainer, meiner Meinung nach, dass man niemandem was wegnimmt, sondern jeder seinen Weg hat und trainiert und für sich arbeitet. Und alles, was für dich bestimmt ist, kommt zu dir. Das habe ich zum Beispiel meinen Schülern mitgegeben, was für mich bedeutet, dass bei meinen Leuten sehr wenig negative Competition ist. Positive Competition finde ich super. Jeder hört gerne seinen Namen, jeder möchte der tollste Tänzer sein, aber es geht darum, sich gegenseitig hochzuziehen und nicht andere runterzukicken. Also wir haben jetzt noch 3 Tage Proben. Das ist geil. Let's go! Sie kam ins Training, sie kam ein bisschen später und sie hat sich sofort eingereiht, sofort mitgelernt. Sie hat die Choreo sofort gepickt, sie hat super fokussiert mitgemacht. Sie war in jedem Training dabei, sie hat mit den Mädels mittrainiert, selbst wenn ich nicht da war. Rolas Position war klar, Rola konnte ihre Parts. Ich war einfach begeistert. Ich glaube, wenn alle Artists so arbeiten würden wie Rola, dann würde dann noch mehr gehen für Tänzer in dieser Industry. Alright, Leute. Heute war ja der letzte Probentag und es war so krass. Missy und ihre Tänzer und Tänzerinnen waren so heftig. So eine krasse Energie. Wirklich, ich bin immer noch hin und weg von allen. Dann geht's morgen früh los. Ich bin sehr gespannt. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist der Drehtag vom Video zu Unsichtbar. Das ist super, super stressed. Aber es gehört dazu. Und kennt ihr das? Man braucht manchmal diesen Stress, um auch richtig arbeiten zu können. Wünscht mir Glück. Mein Ziel ist es heute, pünktlich am Set zu sein. Thank you.
Alright Leute, wir haben es geschafft, aus dem Haus zu gehen. Wir sind gleich bei der Location. Videodreh. Okay, ups. Google Maps. Google Maps. Rechts. Wir müssen tatsächlich rechts. Wir sind jetzt hier. Und die meisten sind schon da. Hier in der Ecke werden Haare gemacht. Ey. Hier sind die restlichen Mädels. Hier wird Make-up gemacht. Teamwork makes the dream work. All diese Girls hier sind Tänzerinnen, überkrasse Tänzerinnen. Und ich tue heute auch so, als ob ich eine von ihnen wäre. So sehen Helden aus! On top, baby, make the music turn it up. Face down, baby, ass is up. Yeah, but mine. Ja, das haben wir gut umgesetzt. Ich habe das echt gebraucht, konnte da meine ganze Liebe reinstecken und das Ergebnis ist so warm, das ja, reflektiert sich gut in dem Song. Und wir haben Kopf und Left, Right. Ich weiß, es geht wieder los. Wir sind heute bei Irene. Ihr habt gestern schon geprobt, ne? Ja. Yeah. Ich komme erst heute dazu, ich faule Kuh. Ride or die. Also, you better ride with us or die. Und was haben Sie sich überlegt? Rola ist schon lange nicht in Form gewesen. Sie muss auf einem Laufband hier. Das muss hier. Auf High Heels werde ich da drauf laufen. Ich weiß noch, ein bisschen länger her, da habe ich zum ersten Mal mit Rola zusammengearbeitet für ihr Musikvideo Blender. Da habe ich sie kennengelernt. Ich fand sie mega sympathisch und hat direkt kommuniziert zwischen uns. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie Musikvideos plant, aber die Videos Tänzern übergeben möchte. Und mich halt darauf angesprochen, dass sie es gerne Niklas und mir geben würde. Dann dachte ich mir so, okay, wow, krass. Fand ich super nice, weil ich glaube, es ist auch die erste Künstlerin in Deutschland, die sich wirklich halt dafür interessiert und Trendsetter wird, glaube ich, damals. Also als Rola dann beim Training dabei war, wir haben ja vorher schon mit den Tänzern trainiert, haben die Tänzer in den Raum gesteckt und haben gesagt, ihr habt jetzt so eine Stunde Zeit, dann ist Rola gekommen. Und tatsächlich ging das alles so super, also Rola hat das so schnell aufgenommen. Das war eigentlich fast schon, als wenn einfach nur eine Tänzerin dazu gekommen ist. Das heutige Video ist choreografiert und konzeptioniert von der lieben Irina und ihrem Freund Niklas. Sie sind beide ein unschlagbares Team und ich bin extrem happy, dass die beiden diesen Song bekommen haben. Ich habe den Song gehört und ich wusste ganz genau, das ist Irina. Sie muss die Choreo machen. Jetzt haben die es zusammen gemacht und es ist über nice. Ich bin super happy. Ich hoffe, ich kriege meine Choreo später hin. Wish me luck, though. Ja. Erstmal danke, Irina, Niklas, dass ihr dieses Video mit mir macht. Danke, dass ihr die Choreo gemacht habt. Danke jedem Einzelnen, der hier ist und hilft und in der Kälte. Danke, Mädels, dass ihr mittanzt und Boys und alle. Laura und ich freuen uns voll und Shamu auch, dass ihr dabei seid, dass ihr bei diesem Projekt mit mir dabei seid. Ich hoffe, ihr friert nicht so krass. Ich bete noch kurz für uns. Lieber Gott, ich danke dir, dass du hier mit uns bist, dass wir alle safe sind, dass du uns alle hierher gebracht hast. Ich bitte dich, dass du uns gesund lässt, dass du auf uns aufpasst, dass wir heute einen gesegneten Tag haben. Segne jeden Einzelnen von hier, dass wir unseren Job so gut machen, dass die Leute das Video sehen werden und sich freuen und was fühlen und es auf Repeat hören werden dann. Kannst du beten, aber in so einem Auto. Thank you.
happen? It's your boy J.E. to the double F. Es läuft richtig, richtig gut. Schön kalt, aber es geht noch. Wenn man tanzt, ist man ja warm. Bisschen Verzug, aber wir holen gerade auf. Wir sind gerade richtig in der Aufholjagd. Ihre Art, ich kenne ihren, ich liebe ihren Vibe, sie ist so eine ruhige, alles im Griff, super entspannt. Ich wusste, worauf ich mich da einlasse. Eine ganz klare Vorstellung, haben es ganz genau gearbeitet. Vor allen Dingen auch Niklas, das hat man gemerkt, die zwei ergänzen. Irina ist so die Entspannte und Niklas war so, hat so alles, den Plan. Die zwei sind ja auch so ein Team, die sind ein Pärchen, was auch super süß ist, weil es passt zum Song. Ride or Die, die sind auch so ein Ride or Die, die zwei. Pole-Dancerin ist echt heftig, ich bin gerade so schockiert. Es war sehr kalt. Der Dreh war eiskalt. Die Halle war gefühlt minus 10 Grad, wir hatten aber 2 oder 3 Grad, was einfach sehr kalt war. Dann halb nackt alle, dann Regen noch auf uns drauf. Also es war knallhart. Also an der Stelle nochmal an alle Tänzer. Danke, dass ihr so hart durchgezogen habt in der Kälte, aber es war es wert. Es ist ein richtig krasses Video geworden. Wir sind jetzt durch, it's a wrap. Wir haben es tatsächlich früher geschafft. Oh yeah. Gut, wir haben 2 Stunden Verzug hatten, komplett aufgeholt. Ja, war ein sehr, sehr anstrengender Tag, sehr kalter Tag. Wir haben aber alles geschafft. Nice. Super Team. Die Tänzer sind knallhart. It's a rap. It's a rap, it's a rap. Ride or die, yeah, yeah, yeah. Wie war's? Überkrass. Kalt, aber übertrieben heiß.